Was ist die weiße Hose einfach? Was Was ist ist die die weiße weiße Hose Hose einfach einfach erklärt? erklärt? Die Die weiße weiße Hose Hose war war eine eine Widerstandsgruppe Widerstandsgruppe gegen gegen die die nationalsozialistische nationalsozialistische Diktatur Diktatur und und entstand entstand im im Juni Juni 1942 1942 in in München. München. Sie Sie war war eine eine intellektuelle intellektuelle und und gewaltlose gewaltlose Gruppe, Gruppe, die die sich sich auf auf christliche christliche und und humanistische humanistische Werte Werte berief. berief. Wer Wer hat hat eigentlich eigentlich die die weiße weiße Hose Hose verraten? verraten? Am Am 18. 18. Februar Februar 1941 1941 beobachtete beobachtete der der Hausschlosser Hausschlosser der der Universität Universität namens namens Jakob Jakob Schmidt Schmidt das das Geschwisterpaar Geschwisterpaar beim beim Verteilen Verteilen der der Flugblätter Flugblätter und und verhält verhält sie sie direkt direkt an an die die Gestapo. Gestapo. Hans Hans und und Sophie Sophie Scholl Scholl werden werden zusammen zusammen mit mit Christoph Christoph Probst, Probst, einem einem weiteren weiteren Mitglied Mitglied der der Weißen Weißen Hose Hose verhaftet. verhaftet. Was Was macht macht die die weiße weiße Hose? Hose? Was Was macht macht die die weiße weiße Hose Hose so so besonders? besonders? Die Die Mitglieder Mitglieder der der weißen weißen Hose Hose wollen wollen ihre ihre Landsleute Landsleute über über den den wahren wahren Charakter Charakter des des Regimes Regimes aufklären. aufklären. Abgesehen Abgesehen von von den den geistigen geistigen Werten Werten sind sind es es die die zunehmende zunehmende Radikalisierung Radikalisierung des des Hitler-Regimes Hitler-Regimes und und die die Brutalität Brutalität des des Krieges, Krieges, die die Ablehnung Ablehnung des des braunen braunen Terror-Regimes Terror-Regimes begründen. begründen. Was Was wollte wollte die die weiße weiße Hose Hose erreichen? erreichen? Die Die weiße weiße Hose Hose ist ist ein ein Freundeskreis Freundeskreis um um die die Studenten Studenten Hans Hans Scholl Scholl und und Alexander Alexander Sporell. Sporell. Ab Ab dem dem Sommer Sommer des des Jahres Jahres 1942 1942 rufen rufen sie sie in in München München mit mit Flugblättern Flugblättern gegen gegen die die NS-Diktatur NS-Diktatur und und zur zur Beendigung Beendigung des des Krieges Krieges auf. auf. Was Was waren waren die die letzten letzten Worte Worte von von Sophie Sophie Scholl? Scholl? Sophie Sophie Scholls Scholls Hinrichtung Hinrichtung wurde wurde im im Februar Februar 1943 1943 verhaftet. verhaftet. 1943 1943 verhaftet, verhaftet, im im Februar Februar und und zum zum Tode Tode verurteilt. verurteilt. Die, Die, ihre ihre letzten letzten Worte Worte lauteten: lauteten: Die Die Sonne Sonne scheint scheint immer immer noch. noch. Wer Wer war war der der Henker Henker von von Sophie Sophie Scholl? Scholl? Am Am 22. 22. Februar Februar 1943 1943 enthauptete enthauptete NS-Henker NS-Henker Johann Johann Reichert Reichert Hans Hans und und Sophie Sophie Scholl Scholl und und mit mit ihnen ihnen den den Freund Freund und und Unterstützer Unterstützer Christoph Christoph Probst Probst durch durch die die Guillotine. Guillotine. Noch Noch nie nie habe habe er er jemanden jemanden so so tapfer tapfer sterben sterben sehen sehen wie wie Sophie Sophie Scholl, Scholl, sagte sagte Reichert Reichert später. später. Wer Wer hat hat das das fünfte fünfte Flugblatt Flugblatt der der Weißen Weißen Hose Hose geschrieben? geschrieben? Gemeinsam Gemeinsam mit mit Huber Huber wurde wurde Ende Ende Januar Januar 1943 1943 das das fünfte fünfte Flugblatt Flugblatt der der Gruppe Gruppe verfasst. verfasst. Der Der Gruppe Gruppe verfasst. verfasst. Anders Anders als als zuvor zuvor rief rief die die Weiße Weiße Hose Hose nun nun nicht nicht mehr mehr nur nur Münchner Münchner Intellektuellen Intellektuellen zu zu passiven passiven Widerstand Widerstand auf, auf, sondern sondern wandte wandte sich sich in in klarer klarer Ansprache Ansprache an an alle alle Deutschen. Deutschen. Warum Warum ist ist Sophie Sophie Scholl Scholl in in die die Geschichte Geschichte eingegangen? eingegangen? Sophie Sophie und und ihr ihr Bruder Bruder Hans Hans Scholl Scholl kämpften kämpften als als Teil Teil der der Widerstandsgruppe Widerstandsgruppe Weiße Weiße Hose Hose gegen gegen die die Diktatur Diktatur des des Nationalsozialismus. Nationalsozialismus. Dafür Dafür wurden wurden sie sie zum zum Tode Tode verurteilt. verurteilt. Wer Wer war war der der letzte letzte Henker Henker in in Deutschland? Deutschland? Johann Johann Reichert Reichert war war von von 1924 1924 bis bis 1946 1946 Henker. Henker. Der Der letzte letzte eines eines Geschlechts, Geschlechts, das das 300 300 Jahre Jahre lang lang in in Bayern Bayern den den Scharfrichter Scharfrichter gestellt gestellt hatte. hatte. 150 150 Goldmark Goldmark erhielt erhielt er er pro pro Hinrichtung. Hinrichtung. Also, Also, unter unter anderem anderem durch durch das das die die schwarze schwarze Augenbinde. Augenbinde. Wie Wie alt alt war war Sophie Sophie Scholl, Scholl, als als sie sie getötet getötet wurde? wurde? Das Das berühmteste berühmteste Bild: Bild: Hans Hans und und Sophie Sophie Scholl Scholl mit mit ihrem ihrem Freund Freund Christoph Christoph Probst Probst rechts rechts am am Münchner Münchner Ostbahnhof, Ostbahnhof, am am Münchner Münchner Ostbahnhof. Ostbahnhof. Kurz Kurz bevor bevor Hans Hans an an die die Ostwand Ostwand fahren fahren muss, muss, als als die die Geschwister Geschwister am am 22. 22. Februar Februar 1943 1943 von von den den Nazis Nazis hingerichtet hingerichtet wurden, wurden, war war Sophie Sophie gerade gerade mal mal 21 21 Jahre Jahre alt alt und und Hans Hans nur nur 24 24 Jahre Jahre alt. alt.
Wer wurde alles von der Reißenden Hose hingerichtet? Richter Roland Weiser verurteilte die drei Angeklagten wegen landesverräterischer Feindbegünstigung, Vorbereitung zum Hochverrat und noch am selben Tag wurden Sophie und Hanschei sowie Christoph Probst im Gefängnis München Stadelheim mit dem Feuerball hingerichtet. Wie genau kam es zum Ende der Weißen Hose? Ein Hausmeister erwischte die Schwester Scholl, als diese Tiefelblätter im Lichthof der Universität verteilte, hält sie fest und übergibt sie der Gestapo. Wer lebt noch von der Weißen Hose? Es gibt jedoch heute noch unzählige Bücher, Filme, Dokumentationen über die Weiße Hose, die Widerstandsorganisation gegen den Nationalsozialismus, um die Geschwister Hans, der mit 24 Jahren gestorben ist, und Sophie Scholl, die mit 21 Jahren gestorben ist. Beziehungsweise die beiden wurden hingerichtet von den Nazis. Tote Love Hans ist die letzte lebende Weiße Hose. Die Bild-Zeitung hat sie auf ihrer Ranch bei Charleston, US-Star und South Carolina besucht. Am 11. August 2018. Was war das Ergebnis der Weißen Hose? Alle Cookies ablehnen. Die Weiße Hose ist ein Freundeskreis, um die Studenten Hans Scholl und Alexander Schmuchel. Ab dem Sommer 1942 rufen sie in München mit Flugblättern gegen die NS-Diktatur und auch zur Beendigung des Krieges auf. Auch in anderen deutschen Städten schließen sich Helfer und Helferinnen der Widerstandsgruppe an. Ende 1942 auch Professor Kurt Huber vom Widerstandskreis der Weißen Hose werden sieben Personen von der NS-Justiz ab Februar 1943 zum Tode verurteilt und hingerichtet. Rund 60 Mitstreiter werden in mehreren Prozessen angeklagt und zum Teil zu langen Haftstrafen verurteilt. Der Name der nach dem Titel der ersten vier Flugblätter genannten Widerstandsgruppe sei willkürlich gewählt, sagte Hans Scholl, gestorben auf Höhe. Er sollte einen guten Klang haben, hinter dem aber ein Programm stehen soll. Oder steht, heute ist die Weiße Hose einer der bekanntesten deutschen Widerstandsgruppen. In der Zeit des nationalsozialistischen Terrors appellierten sie aus humanistischen Motiven an die Verantwortung des Einzelnen für Freiheit und Gerechtigkeit. Hans Scholl und Alexander Schmuchel studieren an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Medizin. Ebenso wie Sophie Scholl, Willi Graf und Christoph Herbst, Christoph Probst, junge Männer, die Medizin studieren wollen, werden zu dieser Zeit nach einer militärischen Grundausbildung als Sanitäter geschult. Nach Kriegsbeginn werden die Medizinstudenten nicht mehr auf Dauer an die Front geschickt, sondern Studentenkompanien zugeteilt. Russland und seiner Zivilbevölkerung begegnen Schmuchel, Scholl und Graf mit großer Offenheit. Für den Freundeskreis der Weißen Hose ist Lesen auch verbotener Bücher existenziell. Literaturhelden studieren sich eine eigene Meinung zu bilden.
eine eigene Meinung, um sich zu bilden.